So, weil da gibt es ja heute bei FIFA 21 mit dem Ligaspiel gegen den FC Heidenheim. Und ja, danach geht es in der Europa League wieder schon gegen Tottenham. Also können wir tatsächlich jetzt in der Liga ein bisschen, müssen wir jetzt ein bisschen durchrotieren, damit ich hier tatsächlich volle Fitness gegen den Dings habe. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz. Sie können Ihre Fragen dann jetzt stellen. So, kurz mal in Pressekonferenz noch schnell. 13 Spielen gab es nur Siege, das stimmt nicht ganz, weil gesagt, da war das die Niederlage gegen Frankfurt mit drin. Aber gut. Ja, jetzt ist meine Liga, das ist eigentlich Anführungszeichen unwichtiges Spiel gegen Heidenheim, weil das nächste Spiel in 3 Tagen ist nämlich gegen Heidenheim und da wollen wir nämlich natürlich noch weiterkommen. Deswegen werde ich heute ein bisschen rotieren müssen. So. So, wir haben jetzt gut 10 Punkte Vorsprung. Ne, 16 Punkte im Vorsprung. Also daher ist alles gut. Das war es für diese Pressekonferenz. Ich danke Ihnen allen herzlich. Den Titel will ich auf jeden Fall holen. Heute ist er der erste von 5 Schritten kommen, um die Meisterschaft zuzumachen. Ich glaube, aufgestiegen sind wir noch nicht ganz. Neun, wir haben jetzt, Moment, wir haben 27 Punkte Vorsprung. Doch, im Moment stehen sind wir durch. Im Moment stehen sind wir aufgestiegen. Weil dann hätten wir nämlich 68, dann hat es 28 Punkte Vorsprung, sondern 9 Spiele zu spielen, ja. Im Moment stehen sind wir aufgestiegen. Dann spielen wir nächste Woche wieder Bundesliga. Aber wie gesagt, erstmal jetzt den Tabellen-13. spielen. Aber wie gesagt, bevor es jetzt Richtung Tottenham geht, was ist nämlich das nächste Spiel danach, werde ich jetzt ein bisschen durchrotieren müssen. Wir sind nämlich gerade meine Jungs da ein bisschen wichtiger. So, Bella Kotschap, du wirst mal heute ein bisschen. Willst du es mal probieren? Um den Herrn Latzer mal ein bisschen raus zu entlasten. Ja, das ist einfach jetzt mal nur ein bisschen, wie gesagt, einfach mal Ersatzspielern eine Chance zu geben. Wie gesagt, wenn wir es heute verlieren würden, ist es dann am Ende auch egal. Aber wie gesagt, wir brauchen einen Punkt, dann sind wir definitiv erstmal schon mal aufgestiegen. Das ist erstmal das erste Ziel und das ist unser Hauptziel. So. Gut. Er wird heute im Fokus stehen, denn er hat das Karriereende angekündigt und darf in der Startelf ran. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. So, geht gleich los. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Partie heute Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten Sie am Mikrofon durch dieses Spiel. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Schalke 04 gegen 1. FC Heidenheim. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Richtig, und für uns, wie gesagt, ein Pünktchen und dann sind wir durch. Vor der heutigen Partie gab es durchaus einige Schlagzeilen um ihn, weil er am Saisonende die Fußballschuhe an den berühmten Nagel hängen wird, Buschi. Er hört auf. Es ist soweit. Seit einiger Zeit gab es ja die Gerüchte. Hört er auf, hört er nicht auf. Jetzt wissen wir es. Es ist zu Ende und den werden wir vermissen, keine Frage. Hat so viel geleistet, so viel erreicht. Der klassische Musterprofi. Und da ist er halt auch Bosejour, der wird heute als Kapitän auf den Platz gehen. Nur wird tatsächlich danach die Saison aufhören. Soll er jetzt noch mal ein bisschen was spielen? Wie gesagt, heute klar aus den Rotationsgründen, weil wie gesagt, das Spiel morgen in Tottenham wird noch meiner Meinung nach ein Wir bisschen wichtiger sein als das Ligaspiel hier. Aufstellung von
von Schalke 04. Wenn es heute nämlich eine Niederlage wird und nicht klappt, ist das so. Bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. So, einfach mal ein bisschen durchrotieren. Es sind, ich glaube, 10 Änderungen. Ich glaube, nur Amateo Mustafi sind die einzigen Spieler, die dort drin bleiben. So gehen die Gäste heute in die Partie. 9 Änderungen sind es dann. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches Spiel. Gegen den Sieg gegen Dynamo. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. So, auf, läuft, Spiel geht los. Letztes Mal, als ich so rotiert habe, gab es jetzt 1 zu gegen, hier zu Hause gegen Sevilla, wo wir damals das Spiel auch relativ deutlich gewonnen gehabt. Ah, was aber war auch das letzte Gruppenspiel. Aber jetzt ist es egal, jetzt geht's, jetzt heißt Heidenheim der nächste Gegner. Ah. Erste kleine Chance mal, was versuchen. Bostoan. Guter Vorstoß, kann was werden. Schade. Ja, da wollte er wollte das alleine probieren. Das war aber nicht so die ganze Idee. Ich glaube, da wäre vielleicht der Pass da vorne ein bisschen besser gewesen. Eigentlich müssen sie jetzt nur noch die Nerven bewahren. Und dann ist die Meisterschaft eine klare Sache. Also bei dem Vorsprung kann ich mir ehrlich gesagt... Könnte die und Tor! Tor. Erster Schritt in Richtung Aufstieg. Wie gesagt, ein Punkt heute und dann ist das Thema gegessen. Und dann ist die Planung für die neue Saison schon mal ein bisschen vom Kopf her schon mal in Richtung, wer kommt, wer geht. Aber wie gesagt, dafür haben wir noch ein paar Spiele zu holen. Und wie gesagt, jetzt erstmal Heidenheim hier und dann haben wir noch in Europa League einen Titel zu holen. Und hier sehen wir DFB-Pokal werden wir nicht verteidigen, den wir mal so in der neuen Saison hoffentlich holen. Wieder. Aber wie gesagt, schade eigentlich, aber Frankfurt war halt die Nummer stärker. Die berühmte. Das war verdient. Sagen. Aber jetzt erstmal, wie gesagt. So, also, 7. Saisontor ist Silberg am Wohle, 8. Minute. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. So, also Gambula auf jeden Fall schon mal mit dem ersten Tor. Wie gesagt, sein Tor hat er jetzt gemacht. Der trifft ja auch in der Europa League. Also das ist auf jeden Fall ein grundsolider Backup für den Terror, der klar. Und einer, der auf jeden Fall auch körperlich. Der hat mir, wie gesagt, in Berlin zum Beispiel im Pokalfinale mit 2 Toren gegen Bayern das Ding quasi nochmal gerettet. Das Elfmeterschießen gerettet. Doch, schade. War eine gute Idee von Erik Tommy. Also wie gesagt, klar, Gambula ist halt ja einer, der mit Körper übers Körperliche geht. Und ich glaube, von dem... vor diesem heutigen Spiel viel gesprochen. Oh, Terodde. Denn aktuell hört man immer wieder aus seinem Umfeld, er erwägt wohl ein mögliches Karriereende. Vielleicht müssen wir uns also bald von einem ganz großen... Ja, das wäre... Da hätten wir zumindest... Aber dann, wie gesagt, da hätten wir tatsächlich die Möglichkeit nochmal... Wir wollen es eh neu aufstellen. Aber gucken. Was haben wir denn finanziell rausgekommen? Ja, diesmal trifft Gambula doppelt. Trifft er die Kugel super aus der Halbdistanz mit ganz viel Gefühl. Da ist Effe drin und der Ball dreht sich in den Kasten. Hm. Wenn man mal gucken, wie viel er bringt. Wenn er dann so 15 bis 20 Millionchen bringt, dann wäre man das würde, oder mehr, kann man sich auch schon mal wieder nochmals holen. Aber mal gucken, wie gesagt, das ist ja alles noch Zukunft. Aber nicht mehr allzu ferne Zukunft, ne? Hier steht es 2 zu 0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ihr könnt ja mal so ein bisschen in die Kommentare schreiben, wenn man so holen könnte. Wenn man wäre so gut wäre für die Bundesliga als Stürmer. So 1, 2, 3 Leute habe ich ja im Kopf. Aber wie gesagt. Alle ist Platz jetzt. Ich schau mal auf eure Tipps ein bisschen. Vielleicht ist da eine oder andere Überraschung, wo ich mir denke, den hat sie jetzt nicht auf dem Schirm. Krüger. Gut gespielt. Traf ja gegen. Hat er gegen Braga 4 Tore vorbereitet. Aber hier klappt es nicht so ganz. Direkt Tommy. Ja, der weit, weit vorbeiköpft. 27. Minute. Ah, da steht einer im Mittelfeld. Der fängt den ein bisschen ab. Und jetzt Schimmer. Ja. Oh, gut gelöst. Bella Kotschap diesmal. Ah, schade. Viel Auge holen sich da den Ball. Klasse.
jetzt könnte der Pass kommen. Da schießt er. Für mich war das Abseits. Es zählt. Es zählt. Tor zählt. Also für mich war das Abseits. Deswegen habe ich auch irgendwann eigentlich aufgehört zu spielen. Weil ich dachte mir, ja, den pfeift er sowieso weg. Also da muss ich die Wiederholung rein. Ja, nee, doch nicht. Tatsächlich nicht. Es war kein Abseits. Der stand noch ein bisschen weiter hinter. Okay, den habe ich mir selber ein bisschen abzugehen. Da war ich, habe ich auf Abseits gedacht. Und dachte mir, ja, den pfeift er sowieso weg. Und dann ist es halt dann doch passiert. So, zweimal aussteigen lassen, Krüger. Also vorne fehlt jetzt einer drin, natürlich, klar. Tommy! Und der Keeper hält. Flanke kommt. Der Schuss. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Ach, geht mir nicht auf den Sack, Alter. Wieder, Alter, das geht. Amate. Der hat den Verteidiger da mal stehen lässt und jetzt ist mal irgendwann gut hier. Also das sind jetzt 3-4 Schüsse hintereinander gewesen, wo mir der da wieder einer am Weg gestanden ist. Und die haben es tatsächlich verteidigt bekommen, die komplett. Heidenheim ist jetzt natürlich ein bisschen dran. Natürlich mit diesem 1-2 ist jetzt tatsächlich dann. Wo ist die Schuhe? Ist natürlich jetzt wieder ein bisschen Hoffnung da. Aber jetzt kann Fula wieder den alten 2-Tore-Abstand machen. Macht er. Dreierpack. Schau nochmal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ja, aber gut reingelaufen nach vorne und dann kann er den schön reinschlenzen. Aber wie gesagt, der kämpft immer das Körperliche und ja, macht seine Buden halt. Er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. 9. Tor. Ach, die Frage, ob ich in Europa liegt. Nee, da hat er mehr. Da hat er 12 oder 13. Und jetzt in der Liga halt helfen. Und Pokal hat auch schon das eine oder andere Technik, aber da sind wir halt leider raus. 3:1, aber wer weiß, noch sind 45 Minuten zu gehen. So, 3:1. Der macht eine richtig gute Partie. Ihm gelingt heute fast alles, ist quasi nicht zu verteidigen. Ja, 3 Buden hat er bisher gemacht. So, und dann geht's gleich weiter mit der 2. Halbzeit. Hochverdiente Führung, das Ergebnis. Ja, Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. So, Gäste wechseln nochmal. Ballverlust. Tommy. Klasse. Ah, Ball. Den kriegt er da nochmal rein. Und die Balleroberung, nee. Wichtig. Und jetzt gibt es den Freistoß. Ja, da hat Busic immer ein bisschen mit Power durchgegangen und dann macht er dann einfach per Freistoß. Weil der wäre nämlich gefährlich geworden. Der wäre nämlich in Richtung Tor gegangen. Und da wäre ziemlich viel Platz gewesen. So, Freistoß für die Schalke. Mal gucken, ob Tommy das Ding mal machen kann. So ein Freistoß-Tor wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht. Das ist eine gute Position vom Rechtsfuß, weil der dann schön oben links möglich oben links ins Eck sitzen kann. Latte! Der Kinn passt nur ganz genau. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Er hat den Freistoß verpasst und jetzt macht er wieder Pfosten. Alter, schon wieder. Alu-Treffer. Der zweite jetzt in Folge. Busijur. Den würde ich auch so ein Türchen mal gönnen im letzten. In einem der letzten Spiele. Aber diesmal verhindert der Keeper das. Also dieses 4-1 ist tatsächlich jetzt nur eine Frage der Zeit. Sie geben den Ball bis jetzt wieder ab. So. Ball geholt. Tommy! Was macht er noch? Wieder richten! Also ist jetzt, glaube ich, die dritte Folge, eine große Chance in Folge von Tommy, der das Ding nicht macht. Lässt hier zwei Mann stehen und der Keeper verhindert
den Einschlag. Da kommt die Ecke. Ah, Tommy. Ecke. Ja, wieder Mustafi war es, Entschuldigung. Jetzt die Ecke. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. So, jetzt erstmal den Ball mit dem Saven. Robin Hack. Ja, da war vielleicht ein bisschen zu lang gezögert. Dadurch kann der Verteidiger in Position kommen. Ach Mann! Der hat aber auch gerade ein Pech. Oder wir haben gerade Pech. Wir waren gerade eine Chance nach der anderen versieben. Ich weiß nicht, wie viel die große Chance das jetzt war. Hack. Ach Gott, ey, das ist das dritte Aluminium jetzt. Also einmal Latte der Freistoß, dann die zwei vollsten Dinger da hintereinander. Und jetzt also wie gesagt, das 4-1 ist nicht, ist definitiv alles andere als weit weg. Aber es sind immer nur wenige Zentimeter. Oder halt der Keeper, wenn das sind sie alle Treffer. Das ist die Chance. Er passt auf und wirft. Und jetzt haben wir sogar noch nicht das Glück, dass wir nicht das 2-3 schlucken, weil das wäre nämlich jetzt auch was gewesen. Und da ist der Ball wieder weg. So, jetzt geht's mal über Tommy. Und jetzt mal bitte auf die richtige Seite des Tores und nicht wieder um jetzt. Hallo, der haut das Ding vorbei. Der Tommy hat alleine drei Tore jetzt machen können. Jetzt kommt der Wechsel. Weil 3-1, ja, das sind zwei Tore. Man lässt sich einer mal ein Tor machen. Und dann sieht das wieder ein bisschen anders aus. Aber wie gesagt, ein Punkt reicht uns, um hier auf jeden Fall schon mal sicher in der Bundesliga zu landen. Krüger. Sieht durchaus vielversprechend aus. Krüger. Geht nach innen. Ludewig. Ja, der Ball war super aufgepasst, aber von Bosto an, ja. Den Konter, der Heiner mal verhindert. Amate. Und Ballverlust. Ecke. Eckball. Jetzt kommt die Ecke. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Und Bosto an, ja, nicht das Tor. Sieht man, vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Wir schauen auf die Uhr, 5 Minuten sind es hier noch. Sie haben Platz. Bosejoua, Leipatz, der läuft ihm auf jeden Fall erstmal weg, dem alten Mann da. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Bosto. Und der Ball auf Gambula. Kann er durchgehen? Nein, kann er nicht. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Klasse Einsatz, faires Tackling. Ja, und nur 3-1. Der Sieg geht heute also an die Gastgeber. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist. Ja, und nur 3-1. Wie gesagt, wir haben ja schon allein 3 Aluminium-Treffer gehabt. 2-3 Mal der Keeper gehabt. Also, das Ding hätte ja auch 5-1, 6-1, 7-1 ausgehen können. Und so ist es nur das 3-1 am Ende. Und zwar das, was auch nach der ersten Halbzeit passierte. Könnte die Führung werden. So, geht ja gleich gut los hier. Frühes Tor. Das wird interessant hier. Ich glaube, es war schon nach der Halbzeit so. Ja, ja, 2-1, 3-1. Ich glaube, ja, ja, genau, in der 45. Minute dann das 3-1 noch hinterhergeschoben. Also, naja, gut. Egal. In der zweiten Halbzeit traf wir gar nichts mehr. Zumindest nicht ins Tor. Also das Tor, ja, aber nicht ins Tor. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Partie. Und die heißt dann morgen gegen die Tottenham Hotspurs. Aber vorher noch schnell in die Nachrichten reingucken. So. Gut. Wie gesagt, nächstes Spiel ist gegen die Spurs auswärts. Und das wird definitiv die etwas härtere Nummer als jetzt diese Heidenheimer. Ohne respektlos zu sein. Klar, aber wie gesagt, Tottenham. Europa League ist zumindest ist nicht ganz unwichtig auf jeden Fall. Ob wir das schaffen, ob wir es durchsetzen können, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.